Freunde, willkommen bei Comic Zone Characters. Heute Teil 3, Batman Last Night on Earth Wave mit dem Buff Bane. Wir haben euch in den letzten beiden Teilen, gestern und vorgestern, schon einmal Wonder Woman und Omega ausgepackt, die jeweils die Arme und die Beine für Bane dabei hatten. Und heute machen wir direkt weiter. Heute packen wir Batman aus der Reihe, auf den ich mich mega freue. Also erstmal ist es Spoiler, es ist nicht Batman. Und zweitens hat er Joker dabei. Was will man mehr? Ihr bekommt eine Figur, ihr kriegt einen Batman, ihr kriegt einen Joker und ihr habt noch Buff-Teile dabei, um Bane zu bauen. Mega genial. Wie gesagt, ich weiß über die Last Night on Earth-Reihe nicht viel. Ich habe es im letzten Video schon gesagt. Wenn ihr die Comics gelesen habt, alle Infos in die Kommentare hauen, die ihr dazu habt. Hier bitte jetzt zu dem Batman. Oder wenn ihr die Comics noch rumliegen habt und sagt, ey, ich brauche sie nicht mehr, schreibt mich an, schickt sie mir zu, dann kann ich sie mir mal durchlesen. Ich schicke sie auch gern wieder zurück. Oder wenn ihr sie gar nicht mehr braucht, hauen wir sie einfach an ein paar User raus. Wie gesagt, ich bin dafür alles offen. Wenn ihr was habt, schreibt mir einfach mal privat. Heute, wie gesagt, Batman aus Batman Last Night on Earth von McFarlane Toys. Wir haben ja die komplette Wave von comicpool.de bekommen, um den Bane zusammenzubauen und euch die ganzen Figuren mal zu zeigen. Wenn ihr dann nach allen Figuren oder auch jetzt schon sagt, ey, mega geil, gefällt mir, will ich haben, www.comicpool.de, dort könnt ihr die Figuren auf jeden Fall kaufen. Bleibt euch aber überlassen, ansonsten einfach zu eurem Comic-Händler des Vertrauens gehen, den ihr um die Ecke habt. Support your locals, unterstützt sie, nicht bei Großkonzernen einkaufen, sondern bei eurem Comic-Shop. So, wir wollen heute Batman auspacken. Deswegen, einmal Batman, so sieht es auf der Rückseite aus, da habt ihr wie immer ein Comic-Cover dabei und an der Seite steht einmal, welche Figur ihr bekommt. Vorne, riesengroßer Blister von McFarlane Toys, finde ich persönlich immer sehr schön, so sieht man, was man bekommt. Ihr habt auf einen Blick eigentlich komplett zu sehen, was in der Verpackung drin ist. Dann holen wir den guten nochmal raus. So. Was ihr bei jeder McFarlane-Figur habt, hatte ich euch aber jetzt auch in den beiden anderen Videos schon gesagt. Und zwar im Inlay habt ihr einmal eine Sammlung dabei, wo auf der Rückseite noch ein paar Infos draufstehen zu dem aktuellen, den ihr gekauft habt. Und ihr bekommt noch mal einen Stand dazu. Was ich sehr, sehr cool finde, weil wie gesagt, machen auch nicht alle Hersteller. Und ein Stand ist einfach wichtig. Deswegen an alle Hersteller, haut immer einen Stand zur Figur dazu. Ja, die Figuren von McFarlane, man muss es einfach sagen, sind immer sehr gut verpackt. Deswegen ist da immer so ein Gummi drum, das ihr einmal abmachen müsst. Und sobald ihr das habt, könnt ihr den Gluten aus der Verpackung ziehen. Ich lege ihn mal kurz an der Seite, weil ich muss noch den ganzen Rest rausholen. Und zwar habt ihr nämlich bei dieser Figur noch ein paar Goodies dabei. Und zwar einmal das da, das zeige ich euch gleich nochmal. Und das. Und zusätzlich haben wir noch die Buff-Teile für unseren Bane dabei. Die zeige ich euch aber gleich auch noch mal in Ruhe. Und dann können wir das erstmal an die Seite packen. Das und das auch. Und dann stellen wir doch erstmal den guten auf den Drehteller, damit ihr ihn mal sehen könnt. Ich hoffe, das geht ohne Stand. Da bin ich mal gespannt. Ansonsten haben wir ja noch so ein paar Stands hier rumstehen. Füße. So. Aus der Packung steht. Also, da haben wir unseren Batman Last Night on Earth. Soweit ich weiß, ist es nicht Batman direkt. Und zwar bei Last Night on Earth ist die Erde ja untergegangen, die Schurken, Omega hat das Sagen. Und hier sehen wir einen Charakter aus dem Comic. Und zwar ist es Bruce Wayne, aber ein Klon von ihm. Ein Klon von ihm, der, wie er aussieht, in einer Irrenanstalt aktuell gewesen ist. Dort, glaube ich, ausgebrochen. Deswegen hat er auch die Zwangsjacke an. Hinten hängen noch die ganzen Bänder runter von der Zwangsjacke, die eigentlich fest sind. Und so wie es ausschaut, hat er sich dort in dieser Irrenanstalt eine Batman-Maske gebastelt, weil das sieht alles sehr zusammengebastelt aus.
und ist dort ausgebrochen. Und während er ausgebrochen ist, hat der Gute sich gedacht, nehme ich mal von dem Wärter noch den Stock mit, was ich ziemlich cool finde, weil ihr habt hier an der Seite, habt ihr so einen Nupsi, da könnt ihr diesen nämlich reinstecken. Das heißt, den kann er auch noch befestigen. Solche kleinen Goodies mag ich immer. Und Batman wäre nicht Batman, wenn er nicht dabei hätte. Und zwar haben wir hier in einem Einwegglas, also nur den Kopf. Und da hat er sich gedacht, ach Leute, wenn ich dann schon mal ausbreche und der hier noch rumliegt, dieser Kopf, dann nehmen wir den doch gleich mal mit. Wie gesagt, ich kenne die Geschichte leider nicht dahinter. Sie interessiert mich brennend. Also bitte alle Infos, die ihr zu diesem Batman habt, bitte an mich weitergeben. Ich will das wissen. Ich will diese Geschichte wissen, warum er diesen Joker-Kopf mit sich rumträgt. Und deswegen stelle ich ihn jetzt mal nochmal mit Joker-Kopf hier hin. Ich hoffe, er steht. So. Schauen wir mal, ob das klappt. Ich bin ja, wie ihr wisst, nicht so der gute Poser. Von daher hoffe ich mal, dass er jetzt gleich steht. So. Und da haben wir den zusammen mit seinem Joker-Kopf. Also ich finde es sehr genial. Also die ganze Figur ist cool. Sie ist sehr geil modelliert. Ich habe so das ganze Thema auch noch nirgendwo gesehen. Also ich glaube, da wurde wirklich alles neu gemacht. Der Kopf ist neu, der ganze Bereich Oberkörper und Hose ist neu, die ganzen Armmanschetten sind neu. Wie gesagt, sieht alles sehr, sehr cool aus. Freue ich mich mega drauf, dass ich den jetzt auspacken durfte. Er hat noch diesen Schlagstock dabei, den er wahrscheinlich irgendeinem Wärter geklaut hat. Auch cool. Und dieser Joker-Kopf ist einfach, Leute, das ist einfach der absolute Hammer. Also das feiere ich extrem. Was er dann noch dabei hat, und zwar für unseren Buff, einmal den Kopf von Bane dabei, der sehr schön aussieht. Da freue ich mich drauf, den dann irgendwann mal endlich zusammenzubauen. Und dann hat er noch dabei zwei Fäuste von Bane, die Bane auch definitiv braucht. Er haut ja immer überall drauf. Die kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Die sind auch sehr schön gemacht. Und vom größten Teil, damit ihr es mal seht. Also eine Faust ist ungefähr doppelt so groß wie der Kopf von Batman. Von daher, wenn man damit was abkriegt, das wird schon ein bisschen wehtun. Aber okay, es ist halt Batman, es ist Bane. Es gehört dazu, dass die sich ein bisschen rumprügeln. Ansonsten, die Figur hat wie immer bei McFarlane 22 Bewegungspunkte. Ihr habt ein doppeltes Gelenk im Ellenbogen. Ihr habt eine Oberarmdrehung, ein Butterfly-Gelenk. Die Hand könnt ihr einmal neigen und bewegen, also im Kreis, das Ganze auf beiden Seiten. Der Kopf ist leicht bewegbar, also einmal 360 Grad, aber das schuldet halt dieser Kragen, den er hat. Hinten habt ihr halt von der Zwangsjacke diese Bändle, die hier runterhängen, was sehr, sehr cool aussieht. Ihr habt den Stock, den ihr noch abnehmen könnt, ihm in die Hand machen könnt. Dann hat er, muss ich jetzt mal kurz schauen, so. Er hat ein Balljoint im Oberkörper, dann habt ihr eine ganz normale Beinbewegung, doppeltes Gelenk im Knie, was sehr schön gemacht ist, das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Dann habt ihr ein Balljoint im Fuß und vorne die Spitze vom Fuß könnt ihr bewegen. Ja, könnt ihr. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Und wie gesagt, das Wichtigste ist, ihr könnt ihn so hinstellen, dass er mit dem Joker in der Hand durch die Gegend läuft. Und dann könnt ihr ihm noch so, ja, diese leicht gebückte Pose machen, so wie es auch auf der Karte ist, was ich sehr, sehr nice finde. Von daher, sehr, sehr coole Figur. Gefällt mir persönlich sehr gut, also ich freue mich schon, den hinzustellen in der ganzen Reihe. Ja, einfach geil. Leute, das ist wirklich einfach geil. Da freue ich mich drauf. Von daher, das war Folge 3 Comic Talk Characters. Wir bauen Bane zusammen. Ich hoffe, ihr habt die beiden anderen Folgen gesehen. Wenn nicht, jetzt einmal zurückscrollen, Teil 1 und Teil 2 gucken.
Da erfahrt ihr noch ein bisschen was über Wonder Woman und über Omega aus der Line. Seht dann die ersten Buff-Teile, die wir ausgepackt haben. Ja, jetzt kommt dazu. Und morgen zeige ich euch dann endlich Scarecrow. Und wir holen den Körper von Bane raus und dann können wir den Buff zusammenbauen. Mega genial. Von daher, schaltet morgen wieder ein. Da gibt es Teil 4. Und dann haben wir, wie gesagt, die ganze Reihe einmal auseinandergenommen und haben Bane gebaut. Also Leute, ich danke fürs Zugucken. Wenn euch die Figur gefallen hat, www.comicpool.de. Den Link seht ihr bei uns in der Bio drin. Da einmal drauf gehen und dann könnt ihr euch das ganze Thema auch bestellen. Ich sage erstmal Tschüss. Bis morgen bei Teil 4. Leute, haut rein, bleibt gesund. Ade, wasche. Ciao, ciao.